Herzlich willkommen beim Starseed Summit, bei dem die wundervolle Anan Nguyen ein Interview mit mir geführt haben. Und wir haben uns so ein bisschen einen Überblick verschafft über all das, was ich auf meinen weltweiten Reisen für meine zwei Kinodokumentarfilme und darüber hinaus für mich so als Wahrheiten gefunden habe. Und da passt der Hintergrund dieses Summits wunderbar dazu. Es geht ja um das Universum und vielleicht ist eine Bemerkung von ganz zum Schluss etwas, was unser Interview sehr zusammenfasst. Es ging auch ein bisschen um die Frage, bist du ein Samen des Universums oder bist du in Wahrheit vielleicht der, der den Samen fürs Universum gelegt hat? Und da haben wir uns zum Beispiel die Aborigines angeschaut, da haben wir uns angeschaut, wie du mit Hilfe des Atems in eine ganz tiefe Erfahrung deiner wahren Natur kommen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich unbedingt an. Klick unterhalb dieses Videos auf den Link, damit du beim Starseed Summit dabei bist und mein Interview und die Interviews vieler weiterer Experten nicht verpasst. Was wir in Seminaren machen, wird zum großen Teil von deinem Inneren bestimmt. Also du kommst natürlich mit einem gewissen Plan im Kopf. Du sagst dir vielleicht, oh, wäre schön, wenn ich besser hören würde. Das Beispiel fällt mir ein, weil ich jetzt Seminar hatte und eine Frau war da, die hat gesagt, sie würde gern besser hören. Und ich habe tatsächlich auf der Heimfahrt gestern Abend, also das Seminar ging bis Sonntag und Montagabend bin ich dann nach Hause gefahren, einen Anruf bekommen, die hört besser. Und da freue ich mich natürlich immer. Und es ist aber manchmal auch so, dass dein Inneres sagt, ein schöner Wunsch, aber im Moment ist was wichtiger. Also es kann auch sein, dass du andere Dinge kriegst, als du dir vorgenommen hast. Das ist bei unseren Seminaren immer wieder mal der Fall. Ich sage nicht, dass das dauernd so ist, aber unser Inneres, unsere Seele hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und dann kannst du natürlich auch sehr zielgerichtet arbeiten. Damit, womit ich eingestiegen bin. Du bist unendliches Bewusstsein, grenzenlos, immerwährend. Und jetzt ist die Frage, was hindert mich daran? Und alles, was mich daran hindert, führt zu Missständen in meinem Leben. Also Missstände als etwas, was mir im Moment nicht so sehr gefällt. Der Spielfigur. Und da kann man natürlich auch sehr zielgerichtet dran arbeiten. Wen das interessiert, der trägt sich einfach mal auf wegderbefreiung.com ein, kriegt einen PDF, kriegt 20 E-Mails. Da sind unglaublich viele Impulse dabei. Und wenn du denen folgst, dann ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel möglich. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, musst dich halt melden.